Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe die letzte Zeit relativ viel mit USB gemacht und da sind sehr, sehr viele Reststücke angefallen. Und ich habe mir einfach überlegt, komm, verleim doch das Ganze mal zu einem Klotz und probier das mal zu drechseln. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr überrascht, wie cool das am Schluss aussieht und wie gut es sich bearbeiten lassen hat. Und das siehst du heute in diesem Video. Am Schluss vom Video werde ich dir die Schale ein bisschen genauer zeigen. Das will ich jetzt noch nicht machen. Aber ich bin gespannt, wie du das Projekt findest. Und wie gesagt, USB-Reste haben wahrscheinlich viele von uns zu Hause rumliegen. Kann man zu Hause mal ausprobieren. Viel Spaß beim Video. Wir brauchen jetzt erstmal USB für den USB-Rohling. Und da habe ich noch ein paar Reststücke. Ich weiß ja noch nicht so, wie gut das funktionieren wird. Aber wenn das funktioniert, wird es auf jeden Fall gut sein, um Reste zu verdrechseln. Und ich denke, das wird gar nicht mal so kacke aussehen. Ich werde die Oberflächen von den Platten ganz kurz schleifen. Ich denke, der Holzeim hat dann bessere Chance, ins Material besser einzudringen, weil so ist sie ja schon relativ glatt, weil sie so stark gepresst wurde. Die USB-Platte wurde stark gepresst. Als nächstes brauchen wir Holzleim und davon nicht zu wenig. Ich nehme jetzt schnell zwei Rohrschraubenzwingen. Mit denen werde ich verhindern, dass dieses ganze Teil sich extrem verschiebt. Not enough space! Das lasse ich jetzt so lose mal festspannen. Dass einigermaßen in der Führung bleibt. Ich habe jetzt gerade den USB-Klotz, den USB-Rohling, erst zugeschnitten und habe schon hinten die Platte, die Planscheibe draufgeschraubt und kann das jetzt drechseln wie eine normale Holzschale. Jetzt ein kleiner Sicherheitshinweis, falls ihr das nachmachen möchtet. Passt natürlich immer auf, bla 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 bla, aber jetzt mal im Ernst. Wenn ihr USB drechselt, ist es kein normales Holz hier Buche, das ist ein massives Stück Holz, wenn ihr es nicht verleimt habt. Und dann steht hier die Maserrichtung in diese Richtung. Ganz, ganz wichtiges Ding ist halt hier, ich schätze mal, dass dieses Holz hier relativ stark splittert, weil es halt USB ist und es verschiedene kleine Chips nur sind. Und außerdem solltet ihr da vielleicht nicht unbedingt dran greifen, wie bei so einer normalen Holzschale. Da greift man ja ganz gerne mal dran, um sich zu vergewissern, ob die Oberfläche gut ist. Das ist USB, da steht die Maserung in alle Richtungen. Da kann es sein, dass da ein kleines Teil flach steht und ihr dann dran greift und euch dann das Ding in den Finger reinhaut. Mir hat auch jemand mal ein Foto geschickt, der hat das bei, ich glaube, so auf Balsaholz oder Meranti, ich weiß es nicht mehr genau. Da musste der am Schluss einen Splitter operativ raus entfernt bekommen, weil er halt auch nochmal an die Holzschale drangepackt hat. Was bedeutet das für mich? Ich werde weiterhin an Holz ranpacken, um zu schauen, ob das glatt ist. Nur bei spezielleren Hölzern, das hier zähle ich darunter, oder sehr, sehr weiche, exotische Hölzer, sollte man das eventuell nicht tun. Aber bei Buche sehe ich da jetzt immer noch kein Problem und werde das weiterhin machen. Ich benutze hier auch übrigens so einen Gesichtsschutz, weil ich kann mir vorstellen, dass das Holz halt extrem splittert. Jo, werden wir die Maschine mal starten. Boah, das lässt sich so scheiße erzählen. Das könnte interessant werden. Also nachdem ich die ersten Züge gemacht habe, habe ich gemerkt, dass das sich sehr, sehr gut zersparen lässt. Also es geht wirklich sehr einfach. Ihr seht es ja jetzt noch einmal. Jetzt haben wir die USB-Platte in ihrer Ursprungsform. Das sieht eigentlich gar nicht mal so kacke aus.
Das ging erstaunlich schnell. Ich habe die Schale jetzt mal in ihre Form gebracht. Das ist halt echt kein normales Holz in dem Sinne. Man muss halt nicht darauf achten, dass es hinten dran hier, dass die Maserung hier nicht ausreißt. Aber hier muss man trotzdem relativ viel schleifen, weil das halt sehr, sehr feinporig, grobporig ist. Und da habe ich ein neues Schleifwerkzeug. Das werde ich dir mal kurz zeigen. Das ist hier dieses Teil. Das will ich noch bald auf meinem Shop einfügen. Die, die das jetzt schon wollen, die können gerne mir mal eine Mail schreiben. Vielleicht kann man da was machen. Auf jeden Fall kann man sich dieses Ding auf jeden Fall auch selbst bauen. Das will ich dir erst zeigen, denn ich will nicht so ein Werbekanal sein, der sagt, ihr müsst dieses Ding haben, ihr könnt es euch auch selbst machen. Und dann erzähle ich euch, warum ich meine selbstgebaute Variante nicht mehr benutze. Hier seht ihr meine selbstgebaute Variante und ich habe es ehrlich gesagt nicht so oft benutzt, weil es nicht so tausendprozentig gut funktioniert hat. Ich hatte irgendwann ein Problem, dass hier diese Lager sich so ein bisschen im Holz ausgeschlagen haben. Und beim Drechseln hat sich dieses Teil ja auch immer verstellt. Das habe ich mit zwei Zangen angezogen. Man konnte es benutzen, ich habe es aber am Schluss nicht so gerne benutzt. Des Weiteren hat irgendwie dieser Schaumstoff, da hatte ich nichts Gutes, das hat sich dann immer relativ schnell gelöst. Ihr könnt es benutzen, definitiv. Ob ihr das wollt, ist was anderes. Bei diesem Teil hier merkt man halt einfach, dass es aus Metall ist. Es läuft ruhiger und diese Lager hier werden nicht ausschlagen, weil das hier alles aus einem Klotz gefräst wurde. Hier ist aber noch das coole Feature dabei, dass ihr hier diese Schleifköpfe austauschen könnt. Das bedeutet, ihr habt hier direkt diese kleinen Schleifköpfe und könnt damit dann in feineren Radien was schleifen. Außerdem habt ihr hier auch viel dickeren Schaumstoff als bei dieser Variante. Und unterm Strich ist dieses Teil hier einfach viel massiver und es lässt sich viel einfacher drehen. Wie gesagt, hier dieses Teil könnt ihr euch auf jeden Fall selbst bauen. Ich würde auch fast behaupten, macht das einfach mal. Das ist eine gute Übung, wenn ihr Werkzeug selbst baut. Ob ihr es dann auf lange Sicht selbst benutzt oder euch dann irgendwann so ein Teil holt, ist natürlich euch überlassen. Ich benutze auf jeden Fall jetzt dieses Ding hier. Ich muss mir auf jeden Fall mal noch selbst ein Organisationssystem bauen hier für diese ganzen Schleifpads. Die bekommt ihr übrigens auch auf meinem Shop. Hier haben wir 80. Für was ist dieses Teil hier eigentlich gut? Also als erstes mal natürlich Schleifpapier. Dieses Teil hier ist gut, wenn ihr aggressiver schleifen möchtet und möchtet keinen Akkuschrauber benutzen. Der Vorteil ist einfach, wenn ihr hier diese Schale dreht, dreht sich auch hier dieses Teil und funktioniert somit ohne einen Motor. Der nächste Vorteil ist bei so einem Schleifer grundsätzlich, dass ihr bei feineren Körnungen auch wieder zwei Schleifrichtungen habt, grundsätzlich. Aber ihr schmeißt quasi das ganze Schleifmehl, was sich im Schleifpapier normalerweise absetzt, wenn er von Hand schleift, schmeißt dadurch hier diese zusätzliche Drehung, schmeißt ihr das nochmal raus. Das ist auch nochmal ein Riesenvorteil. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich glaube, ich mache doch mal die Absaugung an. Ich merke jetzt schon, dass das Ding schön geschliffen ist, aber ich werde es immer in zwei Richtungen schleifen. Das kann ich bei dieser Maschine zum Glück. Jetzt lasse ich zum Beispiel in die andere Richtung noch drehen und kann nochmal gegenläufig schleifen. Was man bei solchen Schleifteilen auch nicht machen sollte, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, das ist nicht gut fürs Material, wenn ihr das Teil ganz nach außen eindreht, dann dreht sich dieses Teil je nach Drehzahl von eurer Drechselbank verrückt schnell. Das ist aber nicht so gut. Wenn ihr es eher ein bisschen mittig haltet, dann dreht sich es weiterhin, aber nicht mehr so schnell, aber ihr schleift aggressiver, somit besser und ihr verschleißt hier diesen Schaumstoff nicht so. Das ist definitiv ein Verschleißteil, denn wenn dieses Teil sich unfassbar schnell dreht, das hört ihr ja dann, dann wird dieser Schaumstoff natürlich warm und das ist einfach nicht gut fürs Material. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen schleifen. Also ich finde, die Oberfläche sieht eigentlich ziemlich cool aus, dafür, dass es USB ist. Aber als nächstes packen wir erstmal eine Ladung Lux drauf. Beziehungsweise mein eigenes Finish. Das findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ach, mega cool. Das ist doch mal cool. Ist das geil.
Geil! Spann mal das Ding mal ab! Als nächstes kommt eigentlich so der heikle Punkt. Und das ist das Aufspannen. USB an sich ist ja nicht so stabil, speziell wenn wir es jetzt in dem Fall drechseln. Und ich muss aufpassen, dass ich das hier nicht zu stark gleich zusammenspanne, damit ich das USB unten nicht abreiße. Ich hätte am Schluss, das wollte ich eigentlich machen, das wäre besser gewesen, wenn ich unten noch eine Schicht Multiplex aufgeleimt hätte. Dann hätte ich dort ein bisschen stabileres Material gehabt, um es einzuspannen. Oh ja, da müssen wir jetzt gut aufpassen. Da müssen wir gut aufpassen. Definitiv nicht zu schnell drehen lassen, nicht zu viel sparen, also sparen in Anführungszeichen. Alles ganz dusmore jetzt. Die Innenseite ist jetzt auch schon so gut wie fertig. Dort benutze ich aber ein anderes Schleifmittel, denn ich lasse die Schale extra nicht so schnell drehen, damit hier der Rezess nicht abreißt. Und in dem Fall benutze ich jetzt hier solche Schleifpads wie auf dem Akkuschrauber. Man kann die anderen Pads von dem Handschleifer auch in den Akkuschrauber raufspannen, aber ich benutze lieber hier diese, dann vermag ich mir nicht hier unten die Aufnahme. Es ist möglich, aber ich benutze lieber hier die separaten dann. Das Ding ist, die Drechselbank lasse ich jetzt nämlich auch nicht mehr so schnell drehen. Aber ich brauche trotzdem noch die Drehzahl von dem Schleifpad, damit ich hier das einigermaßen vernünftig geschliffen bekomme. Als nächstes will ich noch den Fuß wegdrechseln. Und dafür habe ich hier dieses Spezialspannfutter. Damit kann man einfach den Fußboden wieder aufspannen. Hier ist auch wieder derselbe Fall, hier benutze ich jetzt wieder den akkubetriebenen Schleifpad, weil sich diese Schale nicht so schnell dreht und hier in der Mitte eh nicht so eine hohe Drehzahl wirkt. Also nicht so eine hohe Drehgeschwindigkeit hier. So, die USB-Schale ist fertig und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verblüfft, dass mir das doch so gut gefällt. Es ist halt auf jeden Fall mal was anderes und es sieht halt einfach abgefahren aus. Es ist eine schöne Holzschale, wie ich finde. Das ist halt jetzt natürlich definitiv Geschmack, aber es zeigt mal wieder ganz gut, wie USB aufgebaut ist. Und es ist einfach schön zum Zeigen, damit man das vielleicht Leuten, die nicht so im Holzhandwerk drin sind, dann auch so erklären kann, okay, das ist USB quasi. Und hier siehst du einfach die verschiedenen Lagen von diesen ganzen Holzschnipseln. Mir gefällt die Schale gut,
Ich bin gespannt, wie sie dir gefällt. Und wie gesagt, vielleicht textest du das Ganze hier nach. Und dann kannst du mir ja auch in die Kommentare schreiben, wie das Ganze funktioniert hat. Es hat sich sehr gut verarbeiten lassen, muss ich sagen. Es ist halt eine andere Oberfläche. Man merkt hier und da, dass da eine kleine Pore ist. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Aber ansonsten denke ich, dieses Projekt ist gelungen. Und ich bin, wie gesagt, wirklich, wirklich überrascht, dass das doch so cool ausschaut. Schreib mir in die Kommentare, wie dir die Schale gefällt. Da bin ich ganz gespannt drauf. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag.